So, ich bedanke mich erstmal für alle Menschen, die geholfen haben, dass diese Forschung entstehen kann. Es geht um nicht nur um Abnehmen, sondern auch Zunehmen. Es geht um Abgeben und es geht um Annehmen. Das ist, deswegen hatte ich jetzt auch ein paar Leute eingeladen, die gerne wenig drauf haben. Und also systemisch grundsätzlich, ich sehe die Forschung so, es gibt viele Methoden, es gibt viele Systeme, es gibt viele Diäten und für mich Professionalität bedeutet in erster Linie intuitiv eine intuitive Anamnese zu machen und es geht darum zu schauen, wo ich zugenommen habe und was die Ursache ist. Warum habe ich meinem Körper die Informationen gegeben, das Zunehmen, was da gespeichert ist. Und wenn ich das intuitiv gemacht habe, als Anamnese und das bearbeitet habe mit der Person, dass die Bereitschaft da ist, dass es geklärt ist, dass es der Wille auch da ist, dass das Verständnis da ist, dann würde ich entweder Diäten schauen, welche oder Methoden oder Systemen, dann würde ich schauen, welche einfach auch in Frage kommen. Aber in erster Linie, dass diese inneren Impulse, die dazu führen, dass man zunimmt, dass man speichert, dass man behält, was alles richtig ist, was alles in Ordnung ist, was alles liebevoll ist, eben, dass das erkannt wird und dann kann eben dieser Mechanismus gestoppt werden bzw. verändert werden. Systemisch, wie sich das bis jetzt entwickelt hat, schauen wir intuitiv an erster Stelle im Körper, wo etwas, also das schaut nicht die Person selbst, weil ich denke, beim Zunehmen würde man einfach auch mental rangehen, sondern da schaut jemand anderen intuitiv für dich die erste Stelle im Körper, die sich meldet, wo du die Bereitschaft hast, etwas abzugeben. Ne? Mhm. Und dann die zweite und dann die dritte. Und dann eben, es wird benannt, es wird geholfen zu benennen, was da abzugeben ist. Und es werden dann auch nur virtuell gesehen, wer diese Energie annehmen kann. Ne? Es ist gut, im Freundeskreis oder Familiensystem oder in der Firma zu schauen, wer diese deine Energie braucht. So, es ist natürlich hier in diesem Kontext, wenn wir hier gemeinsam sind, wir machen das sowieso erstmal einfach hier unter uns, wer von uns diese Energie gerne braucht. Ne? Und es kann sein, dass wenn man diese Energie annimmt, dass es auch zum Abnehmen oder Zunehmen auch verursacht. Und eben, und dann wurde ich an die zweite Stelle, an die dritte Stelle, an die vierte Stelle. Und so ist es einfach auch methodisch erstmal entstanden, aufgrund der Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Jo.